Hi, schön, dass du wieder da bist. In diesem Teil möchte ich mir Schränke für meine Werkbank hier bauen. Die Werkbank habe ich ja die letzten zwei Teile gebaut. Die ist jetzt einsatzbereit, der Lack ist trocken und jetzt brauche ich natürlich was, um was auch irgendwas reinzutun. Und ja, das werden jetzt so ein paar Schränke und wenn du dir das angucken willst, dann bleib doch einfach dran. Ja, Mahlzeit. Ich stehe hier gerade an meiner neuen Werkbank. Fühlt sich total super an. Also ich bin voll begeistert. Genau meine Arbeitshöhe und alles, also wie ich die gebaut habe ich euch ja gezeigt. Ich habe mir mittlerweile sogar schon die ersten Benchdorgs hier, das so nennt man die Dinger hier. Ich weiß nicht, da gibt es da irgendeinen deutschen tollen Ausdruck für. Also Benchdorg heißen die Dinger, kann man überall auch eingeben, dann findet man die, kosten ziemlich viel, wenn man die kauft. Wer einen 3D-Drucker hat, einfach hier 20 mm Zylinder, irgendwie so ein Ding hier oben drauf, konstruiert, ausgedruckt, fertig. Ich habe es euch auch mal eben in Thingiverse, heißt es glaube ich, ne, da habe ich mich angemeldet und habe euch das hier hochgeladen, könnt ihr euch runterladen, kostet nichts, druckt ihr euch aus, dann kann man das hier reinstecken. Ne, die Dinger passen genau und dann kann man gleich hier schön irgendwas, machen wir mal hier so ein Brett, wenn man das jetzt gleich irgendwie bearbeiten möchte, kann man das davor packen. Und was ich noch entdeckt habe, ich habe mir diese Teile im Baumarkt geholt. Normalerweise haben die ja eine Sperre hinten, dass sie nicht auseinandergehen. Dann sind die so und gehen nicht auseinander. Kurz Metallpfeile genommen, jetzt kann man die auseinanderbauen. Und jetzt kann man zum Beispiel, kann man hier das Ding durchstecken. Ja. Ist ja total einfach. Dann kommt das hier oben drauf. Ist auch ganz einfach. Und dann kann man das hier festdrehen. Und schon hat man das Brett hier bombenfest fixiert. Ist das mal geil? Ich bin schwer begeistert. Hier habe ich natürlich zwei von. Kostet 5 € so ein Teil. Gib mal hier Niederhalter oder so 20 mm ein. Die kosten richtig viel Geld. Gut. Die sind noch mal natürlich schöner, da muss man gar nichts machen, da braucht man einfach nur reinstecken, festschrauben und geht auch. Also irgendwann, wenn ich so ein Ding mal günstig kriege, werde ich mir sowas auch noch mal holen. Aber das ist natürlich erstmal günstiger geht nichts. Ja? So, okay, was habe ich jetzt vor? Ich möchte mir gerne für unter die Werkbank Schränke bauen. Ich habe mir das schon mal hier wieder, ihr kennt das ja, mal kurz vorkonstruiert in 3D. Mal ganz kurz so zum Überlegen, wenn man sich auskennt. Also ich mache das jetzt mit Fusion, keine Ahnung. Das ist jetzt irgendwie das fünfte, sechste Teil, was ich konstruiert habe. Ich habe mich da mal einmal ein paar Stunden mit beschäftigt. Den Schrank zu konstruieren hat mich, glaube ich, 10 Minuten gekostet oder so. Dann mit inklusive mit diesem Plan erstellen. Also ist schon gigantisch. Einfach nur, um sich das vorzustellen, wie sieht das Teil hinterher aus? Vielleicht die Schwachpunkte zu erkennen. Ich habe zum Beispiel anhand des Plans nachher schon entdeckt, dass ich da was verbessern muss. Habe das dann auch direkt umgesetzt. Habe mir das dann noch mal ein bisschen aufgemalt hier. Und ganz wichtig, so eine Art Zuschnittplan. Ich habe mir nämlich große Bretter gekauft. Hier diese hier. Und habe ich dann anhand meines Zuschnittplans zugeschnitten. Weil dann hat man weniger Verschnitt. Wenn man einfach drauf lossägt und hinterher feststellt, oh, hätte man doch besser anders gesägt. So habe ich mir das hier aufgemalt, genau angezeichnet, wie oft ich welches Brett brauche. Und dann war das ruckzuck hier mit ein bisschen Verschnitt, so ein paar Leisten habe ich über. Aber die kann man natürlich beim nächsten Projekt wunderbar einsetzen. So, jetzt muss ich mal überlegen. So, das ist mein Korpus und am Ende werde ich von hinten eine Rückwand anbringen. Da habe ich hier so Rückwandmaterial, so ein dünnes Holz. Da überlege ich mir jetzt gleich noch eben, ob ich hier eine Nut oder keine Nut, das hier so ausspare, so ein bisschen ausklinke, sodass ich nachher die Rückwand da schön mittig reinsetzen kann.
Ihr habt ja gesehen, was ich gemacht habe. Ich habe das hier ein bisschen ausgeklinkt. Das ist sogar ziemlich gut geworden, hier dieses Brett. So, jetzt müssen wir es eigentlich nur noch zusammenbauen. Am besten brauche ich noch so ein Klemmbrett, so Klock. Das muss ich mir mal auf meine Agenda schreiben. So, so geht's. So geht's auch. So kann man noch arbeiten, oder? Da hat man Hände frei, wo man jetzt mal was anzeichnen kann. Bin begeistert, echt, ey. So, ich zeichne mir hier immer den gegenüberliegenden, also hier einmal so einen Strich mache ich hier in der Ecke, damit ich nachher mit der Flachdübelfräse das alles schön ausfräsen kann. Müssen wir das natürlich mal einmal auf die Holzstärke hier einstellen. Wisst ihr, was eine gute Idee ist, wenn man eine Probe macht? So, ich habe doch hier meine Reststücke. Brauchen wir noch Strom? Auch Strom. Danke. So. Stellen wir uns vor, das ist die Oberseite. Also wenn das nicht mal mittig ist, dann weiß ich es auch nicht. Als ob die Flachdübelfräse genau für 18 mm gemacht ist. So, die Dübel. Einmal die Tiefe kontrollieren. Passt. Hä? Passt super. Sehr gut. Ja, schwer begeistert. Aber das habe ich ja schon gesagt. So, was kommt als nächstes? Jetzt brauchen wir, müssen wir gut überlegen. Packen wir mal die Benchdogs ein bisschen weiter. Der ist noch ein bisschen stramm hier. So, schön sauber machen. Das ist der Boden. Wir müssen diese Seite, oh, da können wir noch ein bisschen weiter nach hinten setzen. So, das sind die Stellen, wo ich fräsen muss. Einfach mal los. Stopp. Halt. Falsch. Das wäre jetzt wieder fast in die Hose gegangen. Das ist ja der Boden. Da müssen ja die... Der Boden soll ja... Genau. Okay. Muss natürlich überlegen, wie die Bretter aneinander stehen. Und da der Boden und der Deckel natürlich so und nicht da dran. Das sieht ein bisschen komisch. Also so. Muss ich natürlich hier die Löcher reinfräsen. Jetzt muss ich mal gerade überlegen. Das sind 20. Das sind 80. Ja, passt. Okay, das heißt, das fräsen wir gleich. Fräsen wir zunächst mal die... Hier, das müssen wir jetzt fräsen, das ist richtig. Zack. So, da wir das gleich für den Deckel auch machen, können wir da auch schon mal zwei Markierungen setzen. Die müssen wir natürlich gleich auf den Deckel übertragen. Logischerweise. Und das ist hier U wie unten und das ist O wie oben. So sieht das dann aus. Ne? So, das ist quasi die eine Seite. Ne, wenn man jetzt hier den Boden hat, kommt das ja so da dran. Jetzt können wir gleich die zweite Seite auffräsen. Jetzt müssen wir allerdings das richtig umhalten. Das ist schon... So wäre ja dann richtig. So, ja, und jetzt probieren wir es mal kurz aus. Nicht, dass das gleich überhaupt nicht geht. Wir haben alles hier gefräst.
rechte Seite. Ist doch gut, dass ich mir das markiert habe. Linke Seite. So. Ist das ein Traum? Es ist perfekt. Es ist sowas von genau. Ah, ich liebe das Teil. Echt. Mensch, Meier. Ist das geil? Ja. Gut. Da können wir das ja so weitermachen. Jetzt muss das erstmal trocknen. Ich glaube, ich muss mir mal so Gewichte besorgen hier zum Anleimen. Das ist ja auch nicht das Wahre. Aber gut, wir haben ja noch Holzbretter da, dann kann man die gleich als Gewicht benutzen. Hier unten diese 90 Grad Winkel. Ich habe die gerade aus Zufall im Baumarkt gesehen für 4,50 Euro oder so. Und die helfen mir jetzt schon extrem gut weiter. Das ist total super. Jetzt hätte ich mir die wahrscheinlich irgendwann mal selber gedruckt, aber das ist ja Wahnsinn, wenn man sich die Dinger drucken würde. Das ist ja viel zu teuer und zu aufwendig. Ja, cool. Das lasse ich jetzt erstmal trocknen. Danach baue ich den zweiten Korpus. Und ja, mit den nächsten Schritten geht es dann mit uns zusammen weiter. Der steht jetzt hier zum Trocknen, der andere ist schon über Nacht getrocknet. Und jetzt werde ich hier die Rückwand mir ausmessen, zurechtschneiden und dann werde ich die hier rein befestigen. Mal gucken, ob ich die auch anleime und ein bisschen Nägel festnagel. Mal sehen, gucken. Also ich glaube, Rückwände, die kann man am besten nageln. Das hält immer ganz gut.